Hallo YouTube-Freunde und herzlich willkommen zu Total War Attila. Ich komme frisch aus der Sommerferien und habe eigentlich keine Ahnung, was ich da muss machen. Ich weiss, für dich war es nur ein Klick gewesen, für mich aber eine halbe Ewigkeit. Und ich muss mich mal hier schnell ein bisschen orientieren. Da sind im Kaiser seine neuen Kleider, da ist alles fit und parat, das ist gut. Wie sieht es denn in Gotisch-Stadt aus? Da haben wir etwas am machen. Gotische Ader ist da am super werden. Sehr gut. Die öffentliche Ordnung haben wir im Griff. Die Hygiene haben wir im Griff. Nehmen auch. Wunderbar. Wobei, warte schnell, apropos Namen, da kommt mir doch in den Sinn, dass irgendwie einer von meinen letzten Folgen, ja, mein Bruder gekillt worden ist. Und das heisst nicht mehr Bruders Donnerschlag, sondern die muss man jetzt irgendwie umbenennen. Wir haben ja da jetzt einen Stiefbruder, also nennen wir sie doch auch Stiefbruders Donnerschlag. Und dann stimmt die ganze Sache wieder, oder? Weil, das ist doch mein Stiefbruder. Wo haben wir denn jetzt da? Jetzt habe ich wieder vergessen, welcher das war. Noch einmal schnell drauf gehen. Der Hilderik, wo haben wir denn den? Du bist ja gar nicht da drin. Mal, du müsstest eigentlich da nehmen sein. Valia. Nein, du bist nur General. Du bist nicht einmal mein Stiefbruder. Du bist einfach nur ein General. Okay, dann tun wir das gerade noch einmal ändern. Dann bist du einfach nur der Donnerschlag. Fertig. So, gut. Erledigt. Was kann ich eigentlich noch machen? Kann ich noch fahren? Ja, ich kann ja noch voll fahren da. Und da unten kann ich auch sicher noch voll fahren. Aber die wollen alle in Krieg ziehen. Ich eigentlich nicht, weil ich würde gerne da abwarten, bis die gotische Ader da die Burg gebaut hat, dass ich da endlich Sachen weiterbauen kann. Darum machen wir einfach mal eine Runde beenden und ich hoffe, dass ich in der letzten Folge genug weit gespielt habe, dass das jetzt gut kommt da. Und damit es noch besser kommt, wie üblich, brauche ich noch einen Schluck aus meiner frischen Quelle. In dem Sinn. Da kommt das Ferienfeeling gerade wieder auf. Wunderbar, wunderprächtig. Ravenna, ja, da ist etwas am Gehen. Und ich habe auch mich andersweitig orientiert, oder besser gesagt umorientiert, weil ich immer so mit meiner Audiosache ein Problem habe. Warte, mit denen bin ich gerade im Krieg. Das kommt gar nicht gut. Das kommt dort gar nicht gut. Warte schnell, ruf zu den Waffen. Ein Verbündeter wird angegriffen und bittet euch um Hilfe in Lyrien. Gegen wer? Gegen die Ostgoten. Komm jetzt. Bündnis ablehnen und brechen. Komm, das ist doch mir egal, was der da in Illyrien macht. Was ist so in Italien passiert? Mit einem Bogen oder einer Säule oder dem Klagen eures versklavten Volkes? Diese Fraktion hat euch den Krieg erklärt. Italien? Sag nicht sowas, sie braucht kein. Wer ist denn Italien und Westgoten und Italien, das sind die, wo gesinnte Verbündete gegenüber. Wir sind da im Krieg. Aha, okay. Wieso tun der mir eigentlich den Krieg erklären? Liebe Italiener, ich habe nur einen Handel wollen machen mit euch. Das letzte Mal. Schau mal, meine Nahrung, das ist gar nicht gut. Der Froja ist nicht mehr Staatsmann. Gut, was haben wir denn da? Westgoten, Ostgoten ist gebrochen. Krieg erklärt Illyrien gegen die Ostgoten. Krieg erklärt Italien gegen, Burg. Die haben wir ja wollen. Yeah. Super. Jetzt müssen wir da mal schnell schauen. Da kommen wir. 14 von 20. Wir haben 14 von 20. Das ist doch gut. Jetzt würde ich euch gerne irgendwie abfangen, aber das wird ein bisschen heikel. Heikel die Peikel. Ein Pier bauen. Aber ein Handelspier. Das Pier kostet mit 1700. Der Stutz hätte ich sogar noch, aber ich bräuchte eigentlich noch ein bisschen Nahrung. Ich müsste die Ruine im folgenden Slot abreißen, bevor diese Ruine abreißen könnt. Also das heisst, ich muss da zuerst ein Pier bauen.
Genau, bau das. Das werde ich eh brauchen, früher oder später. Wie sieht eigentlich Gesinnung aus mit euch? Bin ich da gut? Seht alle Männer? Was sind das? Da sind wir, ja, das ist mir klar. Da, ihr. Ihr seid Separatisten. Mit euch sind wir ja da am Handeln. Sehr gut, sehr gut. Freundlich verschlechtert sich, das ist mir gleich da. Sind die Hunde? Schau mal, mit den Hunden habe ich es auch gut. Man hat sogar einen Nicht-Angriffspakt. Sehr schön. Wie sieht es mit euch aus? Sind wir am Handeln? Denn ihr. Ihr sind die, die mir auf den Sack gehen. Besser gesagt, ich bin euch aus irgendeinem Grund auf den Sack gegangen. Wenn wir da jetzt so schnell unsere Armee mit so 1-2 von diesen germanischen Speerkämpfen kommen, machen wir mal noch 2. Wir haben dann da sowieso noch eine Garnison hoffentlich. Da Onager Belagerung. Ja, das ist sehr gut. Sehr gut. Okay. Denn Angriff wäre die beste Verteidigung, aber mit euch kann ich da eh nicht angreifen, vor allem weil ich ja dort jetzt eh noch etwas gemacht habe. Denn da brauche ich eigentlich auch nichts mehr. Oder ich mache. Das kostet einfach wieder zu viel Geld, alles Mögliche. Wir lernen es. Die Italiener werden ja jetzt wohl nicht kommen, oder? Die haben ja da eigentlich genügend andere Probleme. Flavius, Syrakus, du bist ja weg. Italien ist irgendwie von mir aus gesehen weg. Das gibt es nicht mehr. Die Söhne Rom, so sind die doch. Das sind die Italiener da. Aber die haben ja gar keine Stadt, wenn ich das richtig sehe, oder? Italien. Mal, der hat eine Region. Welche denn? Ja, egal. Interessiert mich gerade nicht. Handeln kann ich auch nicht. Das heisst, ja, einfach mal auf das Knöpfchen drücken und schauen, wie sich da das Rädchen da oben dreht. Mit all den Ostgoten, Vandalen, Burgunder, Franken, Sachsen, Alemannen und so weiter und so fort. Das kommen auch die Leute noch vor. Und Garamanten sowieso. Tau durch Chidetlach, Minat, Sassaniderich. Das ist irgendwo da weit, weit unten. Die Hunnen sind ja da. Die Oströmer gibt es bald nicht mehr. Oh! Doch, schau. Die wehren sich da noch irgendwie. Was ist denn da mit dir los? Du bist da ganz allein gegen die Separatisten. Aber eigentlich interessiert mich, was die Asier machen. Wo kommen denn die? Die kommen erst gegen Schluss da. Ah, schau, sie verpissen sich wieder und kommen hier runter. So. Ihr wollt auf Gotistadt, so wie es aussieht. Rekrutierte Einheit, ja, sehr gut. Ihr wollt hier runterkommen. Das bedeutet, ich muss. Ui, da bin ich aber nicht so gut garnisiert. Wir kommen hier runter. Wenn ich aber mit euch hier jetzt rauskomme, wieso brennt da eigentlich die ganze Stadt noch? Ah, die brennt nur, wenn ich den angeklickt habe. Mal nein, schau, sie brennt da sonst. Ah, du bist einfach hier noch ein kleines Städtchen. Darum brennt das. Das Pier kommt ja bald. Moment. Wenn ich mit dir jetzt da raus. Ah, warte, ich habe jetzt zuerst hier noch die öffentliche Ordnung anschauen. Plus 11 machen wir. Ja, gut. Und wenn ich mit dir rauskomme, ich sehne mich nach einem Kampf. Haben wir dann ein Problem? Ah, das Falsche war. Da haben wir dann das Problem. Nein. Gut, haben wir nicht. Okay. Für den Stamm. Mit dem einen Punkt kann ich noch leben. Jetzt können wir uns doch hier im Wald verstecken. Wenn denn du an Land kommst, kann ich da jetzt. Ah, bin ich zu weit gelaufen, ich Depp. Ich bin wieder zu weit gelaufen. Reg mich gerade wieder auf. Ja, sei ich aber echt. Also da kommst du halt noch bis da für versteckst dich da im Wald. Und dann hoffen wir, dass du da überkommst. Ui, du hast da aber doch. Ei, caramba. Du hast da schon ein paar fetzige Leute. Doch. Wie lange geht's noch? Kann ich jetzt da das schon machen? Nein, kann ich nicht. Das Pier muss zuerst noch fertig sein. Also, next
Rounds. Und, ja, wir warten einfach mal ab, bis die Asier kommen. Und was die Italiener dort dann machen, ist ja egal, weil die kommt man mit Geld alles über und kann man alles machen. Habe ich gehört. So, ja. Aber wo kann man das schon nicht? Das kann man ja eigentlich überall mit Geld. Kann man alles. Der Transfer oh, im Fußball hat wieder mal bewiesen, wie es läuft. Unglaublich, ey, unglaublich. Aber Hauptsache, Champions League, ja. So, zeig mir sie. Was? Meine was Worte sind einfach gesprochen. Ohne du willst heiraten. Nehmt's an oder lasst es bleiben. Sei ehrlich dabei. Für 500 Stutz wettest du die Heirat? Ich weiß aber gar nicht, wer bist denn du? Sündigkeit, Integrität, immer wenn Kommandant, Autorität. Wow, das ist ja eigentlich. Oh, als Palta, Großkönig, du bist. Ah, du hast Einfluss auf den. Ach so. Nehmt an oder lasst es bleiben mit euch Geutlers. Haben wir ein Handelsabkommen? Nein, haben wir nicht. Aber weißt du, komm, 500 Stutz, das ist okay. Machen wir. Haben wir wieder jemanden verheiratet? So läuft es halt in der Antike. Jetzt gehst du wieder ruhen natürlich, aber wehe, du kommst. Oh, das hätte ich dir gerade sagen. Wehe, du schaffst es bis dahin. Da hat es mich ein bisschen genervt. Wenn ich gewachsen und wurde ausgelöscht. Ja, Zeugen, schade. Hier, Mission fehlgeschlagen. Was hätte ich müssen machen? Ein Hof. Ja gut, habe ich verpasst. Sigrid hat noch einen Rang erhalten. Wo bist denn du, Sigrid? Da drinnen. So, kann ich jetzt hier etwas bauen? Ja, in der nächsten Runde. Jetzt könnte ich hier ein Fischerpier oder ein Handelspier machen. Ich wäre für das Handelspier, weil das gibt mir einfach Geld. Aber zuerst muss ich dich wieder hier reinbringen. Im Fall. Ja, einfach, dass wir dich dort innen haben und dass wir auch sicher das mit der öffentlichen Ordnung wieder in den Griff bekommen. Jawohl, sehr gut. Militärpräsenz 17. Was willst du noch mehr? Also, machen wir jetzt hier gerade noch schnell das Handelspier oder warte, ich brauche nachher ein Geld für. Ah! Wir schauen doch einfach mal schnell. Mit wem könnten wir handeln? Mit den Illyrier, aber die sind anscheinend nicht so gut zu sprechen auf uns. Ja, und dann haben wir eigentlich niemand mehr. Weströmische Separatisten gibt es schon. Okay, wie wäre es, wenn ich. Können wir die Einrichtung sehr gut von der Hauptstadt aus? Ist nicht möglich. Also, dann heisst das, ich muss da ein Handelspier haben. Ohne Worte, Kompromisse, das wollte ich sagen. Gut, haben wir eigentlich noch irgendeine andere Mission, gerade irgendwie versifft oder so? Wir müssen überleben. Steht mit drei Fraktionen im Krieg. Ja, zwei haben wir ja schon. Ah, das ist eh schon erfüllt. Einigkeit macht stärkt, schmiedet eine Verteidigungs- und militärische Allianz mit einer beliebigen Fraktion. Oh, gut, das könnte man eigentlich mal in Angriff nehmen. Verwüstet Rom. Nein. Verübt dann noch einen Charakter. Wo ist der? Ja, am A von der Welt. Denn da jetzt noch irgendwie anderes Zeugs. Von der Provinz Narbonensis. Das ist ja irgendwie da ganz seine. Was interessiert mich das? Darum spiele ich nicht das Spiel anders. Nicht so, wie ich das Spiel gerne hätte, dass es gespielt wird. Wieso sehe ich jetzt nicht, was das für eine Fraktion ist da? Müsste ich jetzt das da rausforschen oder was? Da, Roxolanen. Oh, Roxanne ist da in dem Fall. Hä? Ja, schickt gerade noch schnell die Polizei vorbei. Oder. Die schweizerdeutsche Version, die Schmier. Okay, du willst mich hier angreifen, das heisst, ich müsste. Oh, ja gut, nein, ich kann mit dem anderen jetzt eigentlich immer ein bisschen hin und her tockeln, das kommt schon gut. Bis du mich angreifst, du musst eh an Land kommen, wenn du etwas willst. Und ich muss irgendetwas machen mit Food, so habe ich ein Problem. Also, das heisst, ich muss hier einen Hof bauen. Oh, da kann ich noch zwei Sachen machen. Da gibt es doch Food. Wer bist du überhaupt? Der Sigrid. Aber das machen wir. Da haben wir wenigstens ein bisschen Food. Und Nahkampfabwehr wäre auch cool. Plündern tun wir momentan nicht.
Korruption minus 5%, finde ich gut, machen wir. Und jetzt können wir die Runde auch gerade beenden. Ist alles okay, alles im grünen Bereich, alles im Lot. Der wird so viel Schiss von mir haben, dass er wieder wird runterfahren. Von den Italienern, ja, haben wir eigentlich noch nie Angst gehabt. Ja, und von den allen anderen dort. Wieso bin ich eigentlich mit dem Oströmischen Reich noch im Krieg? Ich könnte eigentlich Frieden machen. Nein, kommt nicht in Frage. Machen wir nicht. Wir nehmen lieber noch einen Schlick. Mein Herr und Meister möchte, dass seine Truppen ungehindert und ohne Ärgernisse zu erregen durch euer Land ziehen. Gut, das machen wir. Mit dir könnte jetzt eigentlich eine Allianz an. Schau, jetzt kommt er an Land. Ah, der Sieg und bringt noch ein zweites Jahr mehr hinter rein. Ja, die kommt so weit. Ganz schlecht. Und jetzt kommt er noch mit den Italienern von der anderen Seite. Zwei Frontenkrieg. Nein. Gute Schau, Blöckungsstrecke, Max, die Söhne Reha Asia. Ja, ihr werdet belagert. Ich weiß. Bevölkerungsüberschuss. Schuss, der wird sich noch nicht einsetzen können. Krieg erklärt. Franken. Wer ist gut? Getuler. Was? Wir haben, das ist das gewesen, genau, mit dem militärischen Zugang. Denn du bist Baum und Stein, ich ehre die Göttermann. Sehr gut. Sehr schön, Sigrid. Warte, jetzt machen wir da schnell eine Allianz mit den Geutlers da eine. Militärischer Zugang, wie wär's? Wenn ich bin äußerst gespannt auf eure Bündnis. Ein Bündnis machen. So. Ja, das lehnst du wieder ab. Natürlich. Wie wär's denn, wenn du Schutzbündnis mit der Nichtangriffshandelsabkommen. Ja, wie ist denn, wenn du mir einfach Geld gibst? Und zwar sagen wir 800 Stutz. Einfach so, weil ich bin. Dankeschön. So gut funktioniert das. Raus. Was kommt denn da noch? Ja, die Wellen des Blutes. Die sind ja nichts. Wenn wir einen Ausbruch planen, eigentlich müsste ich. Ich sehne mich nach einem Kampf. Weil sonst bist du mir da noch ständig irgendwie am rumzotteln. Die Frage ist, machen wir da noch etwas? Hey, jetzt verdiene ich nicht einmal mehr Geld. Da ist irgendwie alles am. Also ich muss. Eindeutig. Aber ich glaube, ich mache das alles erst in der nächsten Runde. Warte, kann ich noch irgendetwas anderes handeln? Mal schauen. Vielleicht komme ich noch von jemand anderem Geld über. Wie wäre es von den Gallier? Hä? Wir heißen euch willkommen. Sprecht, Freund. Und womöglich können wir später auf eine Übereinkunft trinken. Ja, das machen wir, wenn du mir 300 Stutz gibst. Blöde Sieg. Mach's nicht. Okay, also gut, gehen wir weiter. Getuler, mit denen habe ich ja da jetzt das gemacht. Auf den Hunden muss ich momentan nichts. Wo sind die? Die sind da. Die haben da, ich muss da schnell schauen, die haben da in dem Fall das Ost-Konstant. Tinopolis, haben sie da recht abgemetzelt. Okay, gut zu wissen. Illyrier, Italien, Marco Manne. Von denen habe ich glaube ich erst Geld gefordert. Dann da Nobaden. Hey, das geht gar nicht. Eigentlich müsste das noch weg sein, aber ist egal. Denn ihr seid gar nicht mehr gut zu sprechen auf uns, ist mir aber eigentlich egal. Mit euch habe ich schon ein Handelsabkommen. Ostrom hast du da hinten hast du es noch. Haha, die Quaden, die sind da oben. Wie sieht es aus? Wettet ihr? Seid gegrüßt! Ich hoffe, ihr kommt mit ehrenhaften Worten zu mir, ja, die ich mir gütig anhören werde. Da, lass 300 Stutz, willst du nicht? Okay, tschüss. Was ist mit dir? Tanukiden, wenn er mit mir. Willkommen, Frau. Militäres Bündnis. Im Namen meines Herrn. Nein, schade. Was ist mit euch Separatisten? Hättet ihr Lust, mir Geld zu geben?
sprecht. Ihr habt meine Aufmerksamkeit und das Gehör des erhabenen Volkes. Ja, es wird zwar moderat, komm, das probieren wir. Danke vielmals, das ist ja wunderbar gelaufen. Ich muss nicht von allen Geld haben, aber ein bisschen Geld brauche ich eben schon, weil da müssen wir ja etwas machen. Ja, und das machen wir auch. Aber dann erst in der nächsten Folge. Und darum danke vielmals, dass du dabei warst. Hoffen wir bis zum nächsten Mal wieder. In dem Sinn, cheers!